So Leute, da werden wir wieder. Deadlight mit mir, Ralfing LP. Ich habe beim letzten Mal gemerkt, die Aufnahme war vielleicht ein bisschen, der Ingame-Sound ein bisschen laut. Also es ging noch absolut, muss ich sagen, das mit anzuhören. Hab's jetzt ein bisschen leiser gemacht, das Ganze, dass ihr jetzt nicht mehr so, dass ich nicht so euch anschreien muss. Wow, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Schreckt mich doch nicht immer so. Ich hoffe, das klappt jetzt besser. Schreibt es mir in die Kommentare, falls nicht, da hinten guckt mal, wie patriotisch die amerikanische Flagge. Wow! Was mache ich denn? Okay. Und renn. Nein! Oh, verpiss dich, Zombie! Was soll ich denn mit dem Dreckigen? Boah, bin ich jetzt erschrocken, ey. Ist ja nicht so, als wäre ich schon hier gewesen, ne? Boah, Alter, ey. Saalschrottplatz. Geiles Wetter, ey. Und schon wieder so eine amerikanische Fahne, ey. Wir haben es voll hier mit ihrer Zombie-Apokalypse. Was ist das hier? Na? Hallo? I found a firefighter's axe. Yeah, eine Axt. Boah. Schön, dass ein aus dem Kopf rausgeht. Ja, das war nice. Nice Animation. Danke dafür. Thanks, buddy. Okay. Yay. Also alle unter 18 dürft ihr natürlich nicht zugucken. Nur in Begleitung eurer Eltern, so ist ja klar, ne? Aber ist doch wieder schön hier, muss ich wirklich sagen. Atmosphärisch, oder? Geht schon wieder voll ab hier mit dem Regenwetter. Ich mich so reintropfe und so. Bin total feucht. Das Schloss hier muss ich mal weghauen. Ja, sehr gut, hab ich jetzt gemacht. Da muss ich wieder hochhüpfen. Komm einmal auch hier, hüpfi hüpfi und darüber. Okay, dort ist ein Zombie. No time to waste. Ah, no time to waste, dann springen wir darüber. Ah, no time to... Jetzt hab ich wieder abgeseitigt. Und man muss auch nicht alle Zombies töten in dem Spiel, wie ihr seht. Geht auch ohne. Wow! Wo bin ich jetzt gesprungen, ey? Alter Kamikaze hier, ey. Nein, das wollte ich doch nicht hier. Abseilen hier will ich. Komm runter dann mit dir. Wie heiße ich überhaupt, ey? Weiß das einer? Immer schön drauf auf die Zombies. Boah, wow, falsche Richtung. Nein! Komm. Du musst doch gehen. Ab und ab. Super, ey. Was ist denn das für eine Action hier? Warum wackelt denn das hier alles so? Ach so, ich habe hier Autostamina hier. Also ich habe keine Kraft mehr so gerade. Ich habe fast keine Ausdauer mehr. Danke, ja, das habe ich schon gemerkt. Ah, komm, ey, das ist ja voll die Optik hier. Der bewegt sich noch, hat immer drauf hier. Komm, muss weg. Haben wir es jetzt geschafft, oder was? Okay. Nein, es lebt immer noch, ey. Du bist Zombie-Arschgesicht, verpiss dich, ey. Ich hoffe, du musst hier noch auf den einschlagen, ey. Was, der hat sich nochmal bewegt? Ah, okay, das war's jetzt. Mann, Mann, manche Zombies, ey. Wie die Eltern so. Unkaputtbar. Ah, oh, da muss ich hoch. Komm, spring, spring. Nein, ich bin noch nicht dahin. Jetzt muss ich den auch noch wegklatschen hier. Komm fein nicht um, dass ich dich am Boden verfolgen kann. Okay, sehr gut. Na, ah, muss ich über das Auto hier, ne? Was schade hier. Natürlich. Das gibt mir ja voll die Optik hier, ich sag's dir. Das ist ja viel zu hart. Was muss ich hier drücke? B, Nico Assist, um die Bretter zu zerbrechen. Okay. Danke. Danke für diesen Tipp. Abseilen. Wunderbar. Und let's run. Ja, scheiß Wetter, aber echt, ey. Wie bei uns hier draußen, ey. Passend. Oh, la, die schon wieder. Was ist jetzt los? Wo geht das auf? Was war denn los? Lydia? I must be tired. Wie Lydia? Ich hab gar Lydia gesehen. Wandering. Habt ihr denn Lydia gesehen? Ich nicht. Wow, was haben wir hier? Eine Leiter und eine Lampe. Yay, da gehen wir natürlich runter. Ist ja klar, ey. Bam. Lydia ist nichts im Schrank. Schön. Eintreten! Rüberrennen! Oh Gott, Zombies hinter uns! Wegspringen! Und fahren die Zombies da wieder runter, weil sie so hohl sind? Nee, ne? Doch! Passt auf! Ey, also ganz ehrlich, Zombies! What the fuck? Was geht bei euch ab, ey? Die Gangstland hier, oder was? Die Evolution der Zombies, die haben sich zurückentwickelt, zumindest was die Intelligenz angeht, irgendwie. Springen immer in Freitod. Ist ja egal, ne? Brauch nicht hier irgendwie Hirne fressen. Nein, die springen einfach direkt mal in den Freitod. Ist ja auch völlig... Muss ich da runter? Ich glaube, ich muss da runter. Da liegt irgendwas. Na super, muss doch nicht herunter. Das war ich dann für der, falls man das nicht schafft, in den Zaun zu springen, schätze ich mal schwer, kann man hier gleich wieder hoch und zumal probieren. Also Anlauf und rüber hier, Jungs, oder? Und bam! Und Mädels natürlich, falls ihr zuschaut. Oh geil, die Hupe ist los. Abhauen, 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 abhauen. Und dann drüber den Zaun, komm, und einmal hier rüber und abseilen und wegrennen und weiter geht's. Komm, springen. Ja. Aber jetzt ab, ey, hier! Also alles super. Halt voll im Griff hier. Slide!
Sprung und hoch hier. Yes, Mann, ich bin der Beste. Wow. Eine Frau auch noch hier. Kann ich eigentlich nicht. Ich kann eigentlich keine Frauen verprügeln. Seht ihr, das kann ich eigentlich machen. Das geht überhaupt nicht klar so. Bin ich denn, liegt hier auch noch. Bin ich dann halt so. Ich kann nichts machen, ne? Ja, habe ich doch gerade eine Frau umgebracht. Guck mal, die Zombies, die rutschen da oben runter. Seht ihr das? Pass auf, pass auf, pass auf. Und da kommen die. Hey, die leben ja noch. Schade. Aber sah geil aus, wie da runtergerutscht sind. Ja, die sind halt wirklich Honig. Ich versuche mal den Sprung hier am Stück zu machen. Ja, hat wunderbar geklappt. Und hier nochmal drüber. Ich bin schon... Ich kann auch was hören. Regen. Ich bin voll der Freerunner so, oder? Kann das sein? Oh, was ist denn jetzt passiert? Cutscene oder was? Ah. Oh, ich bin im Baum. Ich raff's nicht. Mann, wieso müssen wir noch hängen? Tot sind. Ah. Wir müssen zeigen, dass wir Macht haben. Sie sollen wissen, dass wir sie im Auge behalten. Wer? Diese Dinger? Nein, ich meine die Überlebenden. Was interessiert das dich überhaupt? Befehl ist Befehl. Lass uns den Nächsten holen. Mann, der wiegt in der Tonne. Hey Kumpel, was hält länger, das Haus eines Mauers oder das eines Tischlers? Ich wette um 100 Mäuse, dass du... Jetzt hab ich zu... Das eines Tischlers? Jetzt erzählt er so einen Witz. Blablabla, bla, bla. Grabsteine erhalten ewig, bis zum St. Nimmleinstag. Haha, Totengräber ist es. Hahaha. Komm, wenn die Zombie jetzt in die Luft. Was für ein Arschloch. Oh, oh Gott. Peng, 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 puff, peng. Oh mein Gott, ich hoffe, da hinten fährt er weg. Unglaublich. Ich habe Befehl. Ja, jetzt wird es hier Conspiracy-mäßig, also wirklich hier so Verschwörung. Da hängen die ganzen Zombies rum, sehr geil. Ich kann es nicht lassen, ich muss diese Szenen einfach nachgefunden. Tut mir wirklich leid. Ich kann den nicht töten, achso, da steht wieder falsch rum hier. Komm. Ach komm, ey! Na, das, was, wie gay war das denn jetzt, ey? Ich hau da die ganze Zeit drauf und jetzt kann ich den nicht töten oder was? Okay, das geht aber schnell. Ach komm, noch mehr Zombies, ey, oder was? Was haben wir denn hier eigentlich? The new law. They mark the kills. Okay, die heißen also The New Law, die Spacken, die wir gerade gesehen haben. Oder die, was davon übrig ist. Komm, du fällst auch noch gut. Tot, ob ihr! Werde cool. Ich denke mal, dass es eine Tussi ist. Komm, on, doof. Lebt da jetzt noch einer oder nicht? Na gut, alle tot, sehr gut. Wieder keine Ausdauer. Der New Law. Aber es ist schön. Also das, wie gesagt, ich finde es geil, die Atmosphäre hier. Geht voll ab. Das Ganze natürlich mit den 1080p, wie ihr es von mir gewohnt seid. Habt ihr auch schön zu Hause alles in High Definition gucken können. What? Everyone I care about is in danger. Jetzt muss ich die auch noch wegmetzen, oder was? Nein, muss ich wahrscheinlich nicht. Ich kann auch einfach nur durch das... Ah, jetzt bin ich tot, oder was? Ich bin das erste Mal gestorben in der zweiten Folge. Beliebige Taste drücken, um weiterzumachen. Guck mal, da ist ein Schuh. Seattle ist eine safe. Das ist auch ein geiles Leck hier gewesen gerade. Aber wie gesagt, stimmungstechnisch hier. Achso, wartet mal, so machen wir das. Komm mal her, blöden Zombies. Falls einfach hier rüber, springt rüber und haut dann da hinten das Holz weg, ey. Das ist eine gute Idee. Komm jetzt her, ihr scheiß Pennerwichser, ey. Die anderen, die, da sind nur am Fressen da unten, ey. Nur kennen wir die Scheiße. Was hab ich da gemacht, ey? Habt ihr es gesehen? Hat der mich jetzt angefallen oder hab ich ihn angefallen, ey? Keine Ahnung. Komm, lass mich hier durch. Haut jetzt ab, ey, ihr Scheiß. Nein, jetzt bin ich schon wieder da. Ja. Eine Dose. Mit einem Löffel drin. Hurra. Ja, safe place. Ja, ja, schon. Na also, jetzt sind sie nicht am Rumfressen. Nein. Komm alle her, ihr Spacken. Ey. Hätte ich 3 Versuche gebraucht, um mir das zu schaffen, oder was zu ätzen, ey. Ich hoffe, das geht später nicht so weit. Okay, reinschlag reicht. Und weg da. Und über diesen schönen Krankenwagen drüber. Über die Mauer. Und, ah ja, ducken. Ist ja angesagt.
Schwupp. Au, hab ich wieder Alarm gemacht. Und hoch da. Hier springe ich schön an den Zombies vorbei. Soll ich da oben überhaupt lang oder muss ich da unten lang? Ah, ne, ich muss da runter. Ja, Ärsche. Ich muss ein bisschen Zeit kaufen hier. Komm, komm mal hier rüber hier. Dass ich da unten in Ruhe durchrennen kann. Also einen dritten Scheiß-Zombie, ey, wenn er drüben abhängt. Komm her, du Sack. Ab hier rüber. Kann nicht sein, dass ich mich vergessen habe, ey. Okay, ich check schon. Rote Augen. Ist so, die wissen, wo ich bin. Weiße Augen irgendwie nicht. Egal, so. Jetzt ja einmal durchrennen. Genauso, nicht anders. Und schnell hochhüpfen hier. Und schon sind wir auf der anderen Seite von diesem Ding hier. Super. Hat gut geklappt, würde ich mal sagen. Wie gesagt, wie immer, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von diesem Let's Play haltet. Gebt mir einen Daumen hoch, ganz wichtig. So ein bisschen Interaktion. Something big happened in the city. Ja, in der Stadt, das ist People went to war against the shadows, military and common man alike. It didn't end well. So, einmal hier rüber. Da muss ich wohl nach oben, aber hier geht's nicht nach oben, wie ihr seht. Gehen wir mal hier rein. Oh, was ist das hier? Ah, okay. Die Tür wollte irgendwie aufgehen, aber wollte sie doch nicht. Springen wir hier rüber. Komm, und zack, und runter. Dumm. Was ist das hier? Was wie gar nichts, okay. Hier ist dunkel. Ah, da sind Zombies, seht ihr das? Absturz. Die Zombies sind los. Na, was tun wir denn da? Boah, weiß ich auch nicht. Mach erstmal Licht an, ne? Tolle Idee, Ralf. Tolle Idee. Komm mal her, ihr Penner. Wie viele Zombies hier sind auf einmal, ey? 8? Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, die will ich nicht anpacken. Nicht mit meiner scheiß Axt, ey. Komm schon, ja, ab. Und wieder zurück hier. Schnell zurück. Da sind auch noch Zombies. Aber das... Oh, da ist Strom. Seht ihr das? Was willst du jetzt von mir hier, wenn du Zombie brauchst? Die einen verbrutzelt, die anderen hier mit dem Auto gecrashed. Fast. So, da la. Einmal wieder hier rüber. Über diesen schicken Strom. Oh, schaff ich das? Yo, cooler Shit, ey. Habe ich gut gemacht. Okay. Jetzt geht das Ding hier wieder. Ah, ich hätte Strom mehr angemacht. Natürlich, jetzt geht das Tor auf, jetzt kann ich einfach durchlaufen. Toll, vorher musste ich da geduckt raus. Das ist der einzige Clou. Nee, ah, hier. Die Kiste. Ich kann jetzt die Kiste mitnehmen. Einwandfrei. Dann nehmen wir doch die Kiste mit. Schiebe die mal darüber. Wobei ist das wirklich jetzt die Lösung? Nee, so gut darüber. Oh, nein. Ah, ich Idiot. Ich stell die Kiste vielleicht einfach da drunter. Wie wär's denn damit, Ralf? Ja. Da oben sieht auch so eine schöne Magnetschwebebahn. Leider nicht mehr im Einsatz. Bestimmt von Siemens. Siemens. Ja, ach ja, hier, PS1. PS1, wie geil. Xbox One kam ja raus. PS1, auch nicht schlecht. Ah, jetzt hab ich. Oh, das Auto, ey. Xbox One ist rausgekommen. Weiß ich nicht. Soll ich sowas im Let's Play überhaupt erwähnen? Mache ich sowas sonst überhaupt? Das mache ich eigentlich nie, ne? Na, komm jetzt da hoch mit dir. Ich fand die Präsentation ganz nett. Aber ich bin voll der PlayStation-Freak. Also, sorry, Leute, aber habt ihr verloren, ne? Die PS3 wird die Xbox so kalt machen. Wow. Nee, noch mehr Zombies oder was, ey. Ab hoch mit dir da. Ist da unten irgendwas gewesen hier in diesem Raum? Soll ich da nichts ausprobieren? Da sieht man nichts, ne? Das ist nicht irgendwie blau oder so. Weiß ich nicht. Da liegt aber eine Leiche. Soll ich das ausprobieren? Oh Gott, ey, ich werde es wahrscheinlich auch ausprobieren müssen. Pass drauf. Komm jetzt schnell weg hier. Hier schon. Ah, das ist gefährlich. Nein, jetzt haben wir es dran. Ralf, verpiss dich. Nein, ich habe auch noch Achievement bekommen. Nein, ich bin tot. Ah! Ah, fuck. Ah, ich will es aber ausprobieren. Da ein Telefon. Nicht aufgehängt, den Weg. Wie episch. So, dann versuche ich doch mal gleich den ersten Zombie da unten zu töten, bevor die anderen da sind. Einfach, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen. Wow. So, gucken, ob hier. Ja, da ist was. Komm weg hier, Ralf. Yay, eine ID-Card. Und. Wow, und durch. Nein, nein.
Komm, spring jetzt da hoch. Ja, oh Gott. Gänsehaut. Ich hab's geschafft, ey. Nein! Boah, Alter, ihr. Also, ich habe eine ID-Card gesammelt. ich hab mir schwitzen die Hände, glaubst du nicht. Okay, hier ist mir ein Jump'n'Run angesagt, so wie es aussieht. Und auf die andere Seite und rüber hier und hoch da. Nein, nicht runter, nicht runter, nicht runter. Na egal. Schaffen wir auch so nochmal. So, und da rüber springen. Boah, jetzt habe ich die falsche. Naja, bin ich nicht gerannt. Ich bin nicht gerannt, da bin ich nicht darüber gekommen. Eigentlich voll der Klettermeister, der Typ. Das ist unglaublich, ey. Ah, okay, das ist eine Mauer dazu. Schnall ich. Wow. Das ist wieder ein Medikit. Brauche ich aber nicht, weil ich bin noch total super drauf. Gut, haben wir gekillt. Ausdauer ich wieder keine. Super. Ach komm, ich spring jetzt nochmal hoch, du Affe. Was ist jetzt los, ey? Kann man nicht ohne Ausdauer nicht mehr klettern, oder was? Okay. Sieht so aus. Nein, du sollst hoch. Ja, ich würde sagen, hier. Oh, jetzt kommt dieser tolle Wandsprung wie Spider-Man. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Bleibt mir treu, schaut weiter meine Folgen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Macht's gut. Bis dann. Ciao.